Bon dia, Aleman. Wir befinden uns hier in Nangau in meinem ersten SEWA-Einsatz und ich möchte euch heute mal ein bisschen was über unser Camp erzählen. Wir befinden uns ja jetzt bereits 3,5 Wochen hier. Heute ist Exit-Modus angesagt, das heißt, wir reisen ab. Ja, ich möchte euch ein bisschen den Fortschritt zeigen und ein paar kleine Infos hinterlassen. Also wie gesagt, wir befinden uns hier in Nangau, das ist ca. 20 Kilometer von Beira entfernt, der nächstgrößten Hauptstadt von Mosambik mit. Ca. 500.000 Einwohner. Nangau selbst ist so eine aufgebaute Gemeinde mit ca. 12.000 Einwohnern. Ja, hier befinden wir uns jetzt ca. 3,5 Wochen, haben ein bisschen was aufgebaut und ich führe euch mal ein bisschen rum. Viel Spaß. So, wie gesagt, wir befinden uns hier in einer Schule, die natürlich auch vom Zyklon sehr zerstört wurde. Sieht man hier ein bisschen. Dächer sind natürlich gerade alle in der Klasse. Hier sieht man unsere Schaukel, die wir aufgebaut haben gestern. So, und jetzt ein bisschen zur Technik. Hier haben wir eine Schwengelpumpe, davon gibt es mehrere in den Ort. Natürlich alle defekt. Die haben wir teilweise bis jetzt schon versucht zu reparieren. Meistens sind Dichtungen kaputt oder PVC-Rohre gerissen. Oder halt die komplette Pumpe wurde demontiert und ist verschwunden. Haben wir neu gebaut. Hier zum Beispiel bei dieser Pumpe war das Problem, die war versandet. Wir haben die komplette PVC-Rohr gezogen, neues PVC-Rohr geklebt, eingebaut, das Geschenkel gekürzt, dass es halt nicht mehr vorkommt, dass es Sand mitzieht. Ja. Nun zu unserer Trinkwasseraufbereitung. Wir beziehen unser Rohwasser aus diesem Schachtbrunnen. Die Pumpe zieht. Anfangs haben wir leider das Problem gehabt, wir wussten natürlich nicht, wie viel der Brunnen trinkt. Haben den natürlich ein, zwei Mal aus Versehen leer gezogen. Somit haben wir natürlich auch mal Sand mit in die Anlage bekommen. Aber jetzt haben wir das eingedrosselt. Jetzt beziehen wir ca. 20 Kubik die Stunde. Und diese Rohwasserpumpe. Rohwasserpumpe fördert das Rohwasser. Zwischengeschaltet ist noch ein Venturi-Ventil, wo wir zum Beispiel Kalk oder unsere Fällungsmittel Eisen-3-Chloridsulfat einspeisen können. Und dann wird das Rohwasser hier in diese vier Punto 3 Macro, ein bisschen Portugiesisch habe ich auch gelernt, wird das Rohwasser hier gesammelt, kann dann noch ein bisschen mit den Chemikalien reagieren. Was man hier sieht, ist der Schwimmer, dass das Rohr immer ordentlich mit Wasser voll ist, nicht dass wir uns Luft in die Anlage ziehen. So, geht's weiter. Hier haben wir so Schläuche. Dann kommen wir schon zur Saugseite der nächsten Pumpe. Hier, diese Pumpe drückt jetzt das Rohwasser mit ca. 1 Bar in die Anlage. Die WTC 5000 von FutureTech Kärcher. Und zwar ist es so aufgebaut, das Rohwasser läuft hier oben rein, kommt nochmal in einen Vorfilter, in ein grobes Sieb. Könnt ihr euch vorstellen wie so ein Kaffeefilter. Dort wird das grobe Zeug rausgefiltert. Danach geht es hier runter und dann kommt es direkt schon in diese Ultramembran, Ultrafiltrationsmembran. Ja, da lag eigentlich auch mal ein Stück hier rum. Kann ich euch jetzt leider nicht mal zeigen, ist weg. Ja, wir haben noch die Möglichkeit, statt in diesen Rohwasserbehältern können wir auch hier direkt an der Anlage Flockungsmittel zugeben. Das geschieht hier, eigentlich direkt im Zulauf. Dass direkt dann hier in diesem Vorfilter schon alles rausgefiltert wird und dann danach nochmal in den Filtermodulen. Ja. Danach, nachdem das Wasser gefiltert wurde, kommt es hier hinten gefiltert raus. Es wird noch Chlor zugegeben, sieht man hier die Impfstelle. Es gibt noch die Möglichkeit, eine UV-Anlage nachzuschalten, das haben wir aber hier in der SEWA nicht. So, dann Reinwasser, schön blau. Haben wir hier unsere Druckschläuche, Saugschläuche, Entschuldigung. Das ist die Reinwasserpumpe, die dient dann im normalen Betrieb, ist sie nicht aktiv. Die dient allgemein nur zur Rückspülung der Anlage. So, dann haben wir hier unseren ersten Verteiler. Trinkwasser, wunderschön hier. Trinkwasser geht dann direkt zu unserer Dusch- und Waschblase für unser Camp. Und hier natürlich für unseren Hauptzweck, weswegen wir eigentlich hier sind, für die Trinkwasserabgabe an die Menschen in Nangau und die Gemeinden drumherum. Also wie gesagt, ca. 12.000 Leute.
Wir nehmen täglich, haben wir so im Durchschnitt 10.000 Liter. Klingt jetzt nicht viel von dir, aber die Leute kommen mit, wie man hier sieht, nur solchen Kanistern, keine Tankwagen. Haben hier unser kleines Hauswasserwerk. Das drückt, saugt aus den Blasen heraus. Ja, ein Fassungsvermögen von 10.000 Liter. So, dann geht es nochmal über den Zähler und dann hier an die Abgabestelle. Wir haben noch eine große Pumpe. Die ist dafür da, dass sie zum Beispiel, wenn ein Tankwagen kommt, kann man hier mehrere größere Mengen abgeben. So. Hier möchte ich noch mal kurz die Schaukel zeigen. Gehen die Leute hier voll drauf ab. Aber jetzt kommt der Boss und sagt, nee, ist nicht mehr. Naja, gut. So, dann gehen wir zurück. Jetzt zeige ich euch mal unser Camp. Vorher kann ich ja noch mal über die Schuhe schwenken. Schauen wir mal, ich glaube, jetzt ist gerade Unterrichtsschluss. Jetzt wollte ich eigentlich mal die Klasse zeigen, aber naja. So, alle Kisten, die ihr hier seht, sind für die WTC, für die Trinkwasseraufbereitung. Das haben wir alles so ein bisschen strukturiert. So, ich sag mal, dieser Graben hier ist jetzt nicht nur die Grenze zwischen Camp und Aufbereitung, sondern auch zur Entwässerung, weil wenn es in Afrika regnet, dann regnet es richtig. So, unser Camp, hier ist unsere schöne Wäscheleine, weil wir müssen ja unsere Klamotten auch mal waschen. Dann haben wir hier als erstes unser Duschzelt. Mit Warmwasseraufbereitung, Hauswasserwerk, damit wir auch genug Druck haben, bis 6 Bar. Jede Menge Sickergruben für unser gebrauchtes, verbrauchtes Wasser, Abwasser. Ersatzstromgeneratoren. Hier Flagge zeigen, wie überall. So, jetzt schauen wir mal. Hier sieht man die Leute im Exit-Modus. So, oh, bullig warm, haben wir hier unser Duschzelt. Hier brausen. Gut, jetzt eine demontiert mit Schlauch. Da hinten unsere Entleerungspumpe. Die Zeremonie ist so, wenn man duscht, hier ins Chlorbecken, damit für die Hygiene halt für die Füße. Und danach über die Palette direkt rein. Hier kann man noch sein Zeug ablegen. Das wäre es zu Duschzelt, das ist mir viel zu warm, schneidet da raus. Hier nochmal, so, dann kommen wir natürlich zu unserem Luxusproblem, ach, beziehungsweise zeige ich euch erstmal unser Lager. Das ist unser Rohrmaterial, PVC-Rohr, das blaue, das ist für die Brunnen, also sozusagen die Steigleitung, wo dann das Kolbengestänge drin liegt, das zeige ich euch gleich. Hier haben wir unser wunderschönes Western-Pissoir mit Pissrinne. Die Pissrinne läuft dann direkt hier auf diese Sickergrube. Hier haben wir noch das Damen. Das sage ich jetzt mal. Hier ist unser kleiner Waschplatz, unser schönes, wunderschönes Waschbecken. Das ist Jürgen. Guten Tag, Jürgen. Dann haben wir hier nochmal unser Waschbecken für unser ganzes Besteck und Geschirr. Und hier unser ganzes Werkzeug. Pumpen, ja, alles Mögliche. Ich kann ja mal eine Kiste aufmachen. Hier unser Kärcher. Alles da, wie zu Hause. Unsere Sanitation Kiste, also wirklich Werkzeug, soweit eigentlich alles da, was ein Handwerker braucht. Dann haben wir hier unser Brunnenmaterial. Drei neue Pumpen haben wir gekauft und halt jede Menge Ersatzteile. Also es gibt genug Brunnen, die repariert werden müssen und auch schon sind. Ich klopfe mal kurz, vielleicht ist ja jemand. Keiner da, kann ich mal kurz zeigen. Das ist die Damentoilette. So. Das sind unsere freundlichen Mitarbeiter. Dann zeige ich noch das wichtigste Gut. Unser Plumpsklo, beziehungsweise Kack-Kack heißt das. Das ist ein Campingklo. Ein Beutel drin mit Granulat, die das Flüssigkeit aufsaugt und dann wird es in diesen Sack geschmissen und dann verbrennen wir das einmal am Tag. Alle zwei Tage, Entschuldigung. Ja, hier ist so ein bisschen unsere freie Werkstatt. Hier haben wir gestern unsere ganzen Türen hergestellt für die Latrinen im Wapni. Hier sieht man noch so ein paar Überreste. So, hallo Nicole. Du bist jetzt im Fernsehen.
So, das ist unser Office. Oh. Wird das so tun, als ob sie was machen? Dann haben wir noch unser Labor. Der Brandschirm ist leider weg. Ja, Live-Schaltung an die Arbeit. Ja, hier können wir eigentlich alles. E-Coolies, chemische Bestandteile, alles können wir hier machen. Sind auch sehr gefragt, international, von den Leuten, die auch hier sind. Dann haben wir hier noch solche Schickimicki-Zeug, was keiner haben will. Sky-Hydranten, kostet 2000 Euro. Dann zeige ich euch noch unsere Feuerstelle. Ja, hier ist unsere Mülldeponie. Ich sag mal zweimal am Tag. Zweimal die Woche verbrennt man hier. Dann haben wir hier wir leben ja hier autark, es gibt ja keinen Strom, kein fließendes Wasser. Also deswegen müssen wir uns hier wirklich direkt selbst versorgen. Dann haben wir hier unsere großen Aggregate. Fahrer. Das da hinten ist der Pilot gewesen. So. Dann geht's weiter. Wir haben ja nicht nur ein Zelt, wir haben ja mehrere Zelte. Kommen wir noch einmal zum Chefzelt. Das ist das Chefzelt. Hallo Chefzelt. Das ist der Andreas, der Matthias. So. Das war ein Überfall. So, dann zeige ich euch noch kurz, wo wir geschlafen haben. Hier haben wir geschlafen. Ja, schon ziemlich schnell alles aufgeräumt. Exit, wie gesagt, da, schön Moskitodome, alles da, Feldbetten. Ja. So, jetzt zeige ich euch mal hier die ganzen faulen Leute. Die machen den ganzen Tag nichts hier. Exit, ja, der schöne Wetter hier. Wohnzimmer teilnehmen. Und dann noch zum Wichtigsten. Die Küche haben wir uns eigentlich alles schön eingerichtet. Und hier kocht einmal am Tag abends für uns eine lokale Köchin. Ja, Kühlschrank, alles da. Weil irgendwann haben wir natürlich unser Ehepaar über. Unser wunderschönes Fertigessen. Hier, Maultaschen. Und mein Leibgericht, Linseneintopf mit Wurst. So. Thunfisch haben wir noch ganz viel übrig. Am Anfang war es lecker, jetzt hängt es aus den Ohren raus. Jo, ich hoffe, ich habe alles gezeigt. Ansonsten geht es mir soweit gut und ja, in zwei Tagen bin ich wieder zurück. Bis dahin. Ciao.